So, seid ihr bereit? Es geht los. Ich zeige euch eben jetzt, wie man so eine aufklappbare Karte macht. Ich habe sie euch heute schon gezeigt. Das ist eine etwas kompliziertere, denn hier sind ganz viele Bäume drauf. Und ihr seht, das war auch ziemlich kompliziert zum Umsetzen. Aber ich zeige euch jetzt eine einfache Version, wie man eine Pop-up-Karte macht. Alles, was ihr dazu braucht, seht ihr schon hier liegen. Ein Blatt Papier in A4, ein kleines weißes Blatt. Wer hat vielleicht sogar eine Spiegelfolie, die braucht ihr aber nicht unbedingt. Ihr könnt Buntstifte verwenden, eine Schere und einen Kleber. Gut, wir legen los. Ganz zuerst klappt man einmal die Seite zusammen und biegt sie, faltet sie in der Mitte. So, man streift dann auch noch die Kante schön flach. Das ist Schritt 1. Wenn ihr den fertig habt, diesen ersten Schritt, dann kommt ihr schon zu Schritt 2. Hierfür zeichnet ihr euch in der Mitte der Karte, ich sage etwa die Mitte, zwei Linien. Ihr könnt sie circa 2 cm tief hineinzeichnen und ungefähr 1 cm auseinander. Das ist Schritt 2. Schritt 3. Für Schritt 3 schneidet ihr diese zwei Schnitte ein. Und Schritt 4 faltet nun diese Lasche, die hier entsteht, nach oben und wieder zurück. Somit entsteht hier so eine kleine Falte, wie ihr bei Schritt 5 seht. Bei Schritt 6 klappt ihr die Karte auf und drückt hier diese Lasche nach innen. So, das hier wird später unsere Klebelasche für unsere Figur. Es ist soweit vorbereitet. Jetzt könnt ihr das kleine Blatt nehmen und zeichnet hier eine Figur auf. Ich zeichne zum Beispiel jetzt einen kleinen Igel auf. Ihr könnt die Figur auch zuerst mit Bleistift vorzeichnen, wenn ihr wollt. Könnt sie aber auch direkt mit Buntstift zeichnen, wie es euch lieber ist. Bisschen ein dünner Fuß zur Seite. So, ich bin auch ein bisschen aufgeregt für das Video. So, jetzt ist der Igel noch nicht fertig. Was fehlt bei einem Igel noch? Was denkt ihr? Mache es gleich, nämlich die Stacheln. Mache sie hier ein bisschen schneller, damit ihr nicht den ganzen Tag warten müsst. Bis ich hier fertig bin. Bei meinem Buch habe ich mir etwas länger Zeit gelassen. Da kommt nämlich auch ein Igel vor. So. Und die Nase fehlt noch. Hier in den Ohren so eine kleine Fläche. So, und wenn ihr fertig seid mit dem Zeichnen, ihr könnt das auch noch anmalen. Das mache ich jetzt nicht, das dauert sonst zu lange. Dann könnt ihr eure Figur ausschneiden. Ich mache das jetzt auch ein bisschen schneller, aber ihr könnt euch hierfür auch in Ruhe Zeit lassen. Das dauert sonst etwas lange, das ganze Video. Wenn ich zum Beispiel jetzt alle Stacheln einzeln ausschneide, dann werden wir jetzt gar nicht mehr fertig. Darum mache ich das jetzt ein bisschen grober. Aber wie gesagt, ihr dürft es dann gerne schön detailreich machen. Wenn ihr da Hilfe braucht, hilft euch sicher auch gerne jemand. Ihr müsst jetzt nur sehr gut aufpassen, das ist das Wichtigste, dass ihr zwischen den Füßen von eurer Figur, zeige ich euch gleich, diesen Platz nicht ausschneidet. Das hier sollte stehen bleiben.
Egal welche Figur ihr macht, hier wir brauchen eine etwas dickere Fläche, nämlich dann zum Kleben. So, soweit lassen wir den Igel stehen. Ihr könnt jetzt auch noch, jetzt wäre ein guter Moment, dass ihr jetzt auch noch euren Hintergrund anmalt, denn später wird das schwieriger, sobald die Figur einmal klebt. Das heißt, ihr könnt euch hier irgendetwas überlegen, vielleicht eure Landschaft zeichnen, die ihr gesehen habt in eurer Vorstellung. Ich mache hier nur ein kleines Beispiel, zum Beispiel ein paar Bäume könnt ihr zeichnen oder irgendetwas anderes. Und genau, irgendeinen Hintergrund. Und ihr könnt auch den Boden noch gestalten und ihr könnt auch alles anmalen. Auch den Himmel, auch die Wiese. Und jetzt, wenn ihr fertig seid mit dem Anmalen eurer Karte, dann kommt hierher eure Figur. Dafür nehmt eine Unterlage, eine Klebeunterlage und einen Kleber und gebt auf die Füße der Figur Kleber, Klebstoff und klebt dann die Figur auf die Karte. Das solltet ihr hier nun etwa eine Minute festhalten, damit es wirklich gut klebt. Ich mache es etwas kürzer, sonst dauert das Video zu lange. Und jetzt können wir schon testen, ob die Karte funktioniert. Klappt. Zusammenklappbar und aufklappbar. Das ist unsere Pop-up-Karte.